It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Russo and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Russo and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we've fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi thugs. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. One chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Gerade rechtzeitig für die Besprechung.
Mann, jetzt habe ich Hunger. Und von dem sogenannten Bier wollen wir erst gar nicht reden. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Weißt du, was sie hier will? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Das kann nicht stimmen. Kommen Sie mit mir. Das ist doch verschlappt. Wieso gewinnst du immer, Johann? Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Es liegt nur daran, dass wir nicht genug Geld oder Macht haben, um Sie zu interessieren. Jedenfalls nicht die Hübschen. Ja, wären wir doch Offiziere, dann würden hübsche Frauen für uns Schlager stehen. Ja, genug geträumt. Lass uns Der Balkon ist zurzeit gesperrt. Schon mal dabei, wenn Polizeiführer Heinrich jemanden verhört. Personal darf hier nicht weiter. Die Schreibtische für Assistenten sind hinter Ihnen. Seit einer ganzen Weile der Erste, oder? Ja, er meint, dass er täglich schreiben würde, aber ich habe im vergangenen Jahr noch 5 oder 6 Jahre. Wo ist das denn zu mir? Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere.
Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Hier können Sie nicht dran. Haben Sie schon mal gesehen? Stopp! Ich sagte doch, kein Zutritt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Bitte sehr. Waren Sie schon mal dabei, wenn Polizeiführer Heinrich jemanden verhört? Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Die Gestapo wie ein Kindergarten. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Was er mit den ich habe Reisedokumente für ihn. Ich werde den Rest meines ja, Lebens also gut. Nicht vergessen. Gehen Sie. Kennst du sie? Wieso sind Sie noch nicht weg? Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Ich weiß. Ich habe schon seit Wochen nicht mehr. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken wir Sie noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me. Perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent
you to arrange for my departure, I am flattered. Yes. Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh, well. The only constant is change. All we can do is adapt. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Leave now. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Stand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Thank you.
Too risky. Wer ist da dran? You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Just one more. Nice work! Let's head to the south gate and plant the last charge! Exposed. Teufel, wir werden angegriffen. Wer ist da?
too risky. Too exposed. Going to join your fight now. Come on, Russo, we need to get to the gate. Just one more. Nice work! Let's head to the south gate and blast the last charge! Come on, Russo! We need to get to the gate! Thank you. I'll be here if you run into trouble. Too exposed. Just one more.
Too risky. Ist da jemand? Exposed. Too risky. Now it's up to you and your team, Daniels. They're late. We should go now. Hey, hold your fire till they blow the gates. Get ready. All right, that's our shot. Let them have it! Go, fellas. Can't hold that garrison without us. Gotta hurry. Pass won't go down without a fight. Keep moving!
set up defensive positions. The Germans will fight like hell to hold the garrison. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Jerry's still inside. We have to take him out. Sie werden bald angreifen. Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. I can't change. Area clear. Daniel, suspect, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotov. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the rifle. Everyone else, wait till they're in range. Nice shot. MGs, open fire. Keep them off that bridge. Coming half track.
Mr. Shrek and take out that half-dragon! Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate. Hey, Crowley. There's no turning back. France has reclaimed Paris. No, this ain't exactly over yet. The war's not done. Now, come on, Pearson. Let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate.